Und da bin ich wieder. So. Rampant Jackson oder Royce Gracie? Gegen Royce müssen wir auf jeden Fall. Royce. Bleiben wir bei Pride. Royce ist. Ein Hall of Famer. Den müssen wir auf jeden Fall. Ist ein Submission Specialist. Aber mal gucken. Mal gucken, ob wir den gepackt kriegen. Oh, trainieren wir mal einfach ordentlich gut. Ich würde sagen, Hall of Famer ist unter sich. Ja. Passt doch. Trainieren wir nochmal weiter. Nur was es bringt. Abwehrdrill bringt nix. Käfigkontrolle. Bringt auch noch Plus. Schläge im Clean. Ja, komm, machen wir mal hier Auto. Nehme ich jetzt keine Lust eigentlich mehr. Ah, seht ihr, das geht auch so. Hätte ich auch nicht viel besser machen können. So. Kämpfen wir. Ich glaube, das wird jetzt der vorletzte Fight meiner Karriere gegen Royce Gracie. Wenn man gegen den kämpft, hat man es wirklich geschafft. Finde ich. Auf jeden Fall mal gucken, wie die andere Karte aussieht. Yoshonen. Piranha. Piranha. Murillo Bustamante. Ich sag mal. Rio. Dennis Kang. Akira Gono. Paulo Thiago. Chris Lytle und hier Yoshiro Akiyama, Sexyyama, El Nino. Ich sag auf jeden Fall, ist eigentlich eine schlechte Card. Sind keine Big Names außer Royce Gracie und wir drauf, finde ich. Auf jeden Fall nicht, was heißt Big Names, nicht sehr bekannte Namen. Bekannt werden natürlich wie Chuck Liddell oder sowas. In der Richtung. Oder Chad Evans. So. Die Richtung. Also Ex-Champions und so weiter. So. Mal gucken. Was wir gegen Royce schaffen. Brasilianer gegen Brasilianer. Was hat er für eine Statistik? 2-3-1. Zwei Siege, drei Niederlagen, ein und das ist 51. Wow. Die Pride-Legende schlechthin. Und die UFC-Legende sogar auch. 8-0. Wir wollen mal 9-0 draus machen. Touch. So. Welcome to the Pride Fighting Championships. I am the fight professor Steven Quadras alongside my broadcast partner El Come here. Boss Rooten. Rooten Duden. Ja, komm. Rooten Duden. Oh, du kassierst ja richtig schon, Royce. Komm her. Oh, that cut is getting worse. He better be careful with the Boah, der hat schon Cut. Was? Royce, zeig doch mal was, ey. Hau mich doch mal, ey. Komm. Okay. Okay. Das reicht jetzt aber auch schon wieder. Komm her. Oh! Royce. Ist wirklich ein Early One, hä? So, wollen wir mal den Submission Specialist schlechthin in, durch Submission besiegen. Scheiße. Komm her. Oh. Haben wir jetzt noch einen Versuch?
verge of escaping. Scheiße. Oh ne, jetzt hat er die obere Position. Das ist nicht gut bei ihm. Kicks him out. And he looks to avoid any strikes, but he stands back up. Oh, you see that straighting blows. In the clinch. And yes, he gets it to the ground. Kick that leg out and down they went. Oh, beautiful right. Whoa. Well, it looks like it must. Ja! Reus besiegt. Passt. Mit einem Knee. Junior Dos Santos has sent a message with this one. Hab ich. Das I am the best in the world. He was getting dominated, so the referee really had no choice but to stop this one. In dieser Schwierigkeitsstufe schon. Gibt natürlich bessere als mich generell. Soll ich ja nicht bestreiten, aber ich fühle mich schon nicht so schlecht. Na. TKO. Bam. Es ist aber gut, Junior. Aber Herr Royce hat mir gar nichts guckt. Gar nichts. Ich hätte es viel früher beenden können. Aber der hat mich ja fast gar nicht geschlagen. Der war ja nur fast defensiv. Also, was kann man mit... Da haben sie ihm eine schlechte KI gegeben, ey. Nee, so geht das gar nicht. 45-2. Ja. So, mal gucken. Morel Bustamante. Okay. Dennis Kang. Okay, Ogono. Julian Brown. Okay. Chris Leiter und Yoshihiro. Sexy Yama. Akiyama. Jo. Schon gut. Ja, mal gucken. Was wir jetzt... Uns kaufen können wir uns schon was, aber das ist eher für mich Sachen. So Kleidung und also Kappen und sowas. Alles Wichtige haben wir ja schon. Sponsoren brauchen wir uns hier drum nicht kümmern. Also, wir haben eigentlich alles geschafft. Was man in dieser Osterkarriere machen kann. You've had a fantastic career, but the day comes when every fighter has to hang up his gloves. This next fight will be... Okay. Nächster Kampf wird mein letzter sein und der letzte auch für uns. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis demnächst. Haut rein und ciao.